Also zum Single-Track-Generators entsteht ein Video. Wir sind mittendrin und was kann man dazu sagen? Es ist ein Video, das sicherlich für uns ungewöhnlich ist, vom ganzen Styling auch. Und bitteschön, hier. Ja, in weiß. Auch Alexander wird in weiß sein, das kann man wohl schon sagen. Es ist auf jeden Fall ein Video, das durch die Post-Production erst Form annehmen wird. Der Dreh ist sehr theoretisch, wir sind sehr gespannt. Aber ich denke, es ist unkonventionell und sicherlich auch, genauso wie der Song, nicht das Übliche, was man eben... Das ist auch sonst. Für uns ein Experiment, das genau. Kann man wirklich sagen, ja. Wir sind gespannt. Und der Regisseur Christian Schulz hat sich auf jeden Fall sehr viel Gedanken gemacht, wie er den Song umsetzen kann. Und ja, ich glaube, er ist der Richtige. Die Single heißt Generators. Das Titelstück kommt in zwei Versionen vor. Und ganz wichtig auch für uns, es sind zwei Songs noch drauf, die auf dem Album nicht veröffentlicht werden, die ganz exklusiv sind für die Single. Ja, das ist das Lebenszeichen seit der Kasmodia und ja, uns hat Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass natürlich unsere Fans auch den Song gut finden. That's it. Im Prinzip geht es, also in dem Video geht es darum, dass wir in eine Bilderwelt eintauchen, die sich auf abstrakte Weise mit Mutation, Genmanipulation beschäftigt und die Lakaien im Prinzip als Bestandteil von Chromosomen in einer Matrixwelt gezeigt werden, die größtenteils im Computer erzeugt wird. Wir haben in einer weißen Hohlkehle gedreht und hier werden die Aufnahmen so vorbereitet, dass wir sie später in der Postproduktion ineinander verschachteln und neu kombinieren können. Also in der Postproduktion werden dann noch Elemente wie Haare, Wasserflecken, Schärfenverlagerungen und so weiter werden dann noch dazugefügt, um so ein bisschen einen mikroskopischen Eindruck
zu vermitteln. Insgesamt ein sehr artifizieller, abstrakter Look. Ja, wir sind jetzt quasi so in der letzten Runde, haben die meisten Songs schon aufgenommen und ja, in den nächsten Wochen wird dann das Album komplett fertig. Bisher hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und wir sind eigentlich ziemlich sicher, dass auch dieses Album seine Berechtigung hat. Ja, das ist sehr viel Arbeit diesmal, aber es wird schön. Also wirklich, ich bin sehr glücklich.